Hey, mein Name ist Johannes Kirsch und ich bin der Entwickler des Guardian und freue mich riesig, dass du hier heute auf meiner Website gelandet bist, auf welche ich dir mein Herzensprojekt der letzten Jahre vorstellen möchte. Dieses Herzensprojekt hat für mich bereits im Alter von 6 Jahren begonnen, als ich zum ersten Mal auf einem Stuhl am Kickertisch stand, um überhaupt über den Rand schauen zu können. Ich hätte damals nicht gedacht, dass dieser Tisch mich so sehr prägen und später sogar einmal meine Zukunft bedeuten sollte. Ich habe selbst lange Zeit aktiv und professionell Tischfußball gespielt, bis hin zum deutschen Meistertitel. Doch durch eine Verletzung im Handgelenk konnte ich auf einen Schlag nicht mehr spielen. Die damals frei gewordene Zeit habe ich in den Aufbau der Eventagentur Keyvent investiert. Mit Keyvent veranstalten wir europaweit Teambuilding- und Netzwerkevents für Unternehmen, immer mit dem Medium Tischfußball. Die Erfahrung aus den Events und auch die Erfahrung aus dem Sportbereich in den Jahren zuvor zeigten mir sehr deutlich, dass ich mit dem vorhandenen Material nie so rundum zufrieden war. Daher entstand schon früh bei mir der Traum vom eigens produzierten Kickertisch. Nur war für mich klar, wenn ich selbst einen Tisch entwickle, diese echte Verbesserung sowohl im Design als auch in Form und Funktionalität mit sich bringen muss. Ich habe zum Beispiel noch nie so wirklich verstanden, warum so viele Kickerfiguren Mützen und Schnurrbärte tragen. Woher kommt das? Und noch viel schlimmer, warum gibt es das immer noch? Eine Kickerfigur ist aus meiner Sicht das Herzstück eines jeden Kickertischs. Weshalb ich eine Figur erschaffen wollte, die optisch beeindruckt, zeitlos ist und aus technischer Sicht alle Spieltechniken ermöglichen soll. Was den Tisch betrifft, so sollte dieser das Design der technischen Neuerungen der Figur fortführen, stabil stehen und gleichzeitig maximal flexibel bleiben. 2018 wurde dieser Plan dann tatsächlich Realität. Durch neue interessante Kontakte und vielversprechende Partnerschaften haben wir in China ein Werk aufgebaut, welches den asiatischen Markt mit hochwertigen Kickertischen bedienen sollte. So verrückt das alles klingt, haben wir dort im September 2017 mit Pauken und Trompeten die Premiere des Guardians gefeiert, welche das Who is Who der Kickerszene anlockte und zu unserer Freude einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Das Feedback der Teilnehmer der Tischfußball-Elite findest du übrigens ganz am Ende dieser Page, also scroll gerne mal rüber. Wie es aber nun mal so ist, kam am Ende alles anders. Und nur wenige Wochen nach diesem Event haben wir die Partnerschaft beenden müssen. Eine ganze Zeit war nicht wirklich klar, wohin die Reise geht und ob es überhaupt weitergeht. Was jedoch aufgefallen ist, dass mich dieses Projekt nie so wirklich loslassen wollte. Ich bin bereits so weit gekommen und war einfach nicht bereit aufzugeben. Also traf ich Ende 2018 die für mich unumwerfliche Entscheidung, weiterzukämpfen, den Tisch auf den Markt zu bringen und diesmal keine Kompromisse einzugehen. Und siehe da, innerhalb von nur 6 Wochen hatten wir einen Prototyp Made in Germany vor uns stehen, welcher technisch und qualitativ nicht mehr zu vergleichen war mit dem asiatischen Vorgänger. Hier in Deutschland haben wir die Partner gefunden, die dieselben hohen Ansprüche und die gleichen Wertvorstellungen haben wie wir. Und ich war mir sicher, mit diesen Partnern den Tisch zu erschaffen, von dem ich zu 100% überzeugt bin. Das Ergebnis siehst du neben mir. Und ich bin extrem begeistert davon. Mir persönlich hat es gezeigt, dass es sich absolut gelohnt hat, dran zu bleiben und dafür zu kämpfen. Daher auch das Motto des Guardians: Es gibt etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Und jetzt kommst du. Ab 2020 ist der Guardian auf dem Markt erhältlich. Doch für die ersten 100 Guardian-Käufer haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Die Founders Edition 100. Du bekommst dein Guardian zum absoluten Hammer-Vorzugspreis. Zusätzlich bekommst du alle verfügbaren Upgrades inklusive. Dazu gehören die integrierte Beleuchtung, die einfach nur geil aussieht. Massive Totzähler aus eloxiertem Aluminium, die sich richtig wertig anfühlen und dich noch einmal für jedes geschossene Tor belohnen. Teflonlager für noch leichtläufere Stangen. Und das Beste kommt wie immer zum Schluss. Dein Guardian in der Founders Edition 100 wird bereits jetzt produziert und kommt noch dieses Jahr, also noch vor dem offiziellen Lieferstart in 2020, bei dir zu Hause an. Sicher dir einen dieser limitierten und heiß begehrten Founders Edition 100 und ich verspreche dir, du wirst genauso begeistert sein vom Guardian, wie ich es bin. Und damit verabschiede ich mich und wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem Guardian.